Hallo zu einem neuen Lost Places, heute aus dem wunderschönen Hanstholm in Dänemark. Wir gehen jetzt durch den Riegelbau 668. Wir gehen nun in den Maschinengewehr- und Observationsstand. Der hier gezeigte Bunker wurde im Sommer 1944 gebaut und sollte einen Teil der Mannschaft beherbergen, deren Aufgabe darin bestand, die Batterie vor Angriffen durch feindliche Infanterie zu schützen. Wir betreten nun die Gasschleuse. Uns fiel schnell auf, dass wir ja an diesen Orten nicht allein waren. Denn auch Frösche lebten hier. Gehen wir nun weiter in den Mannschaftsraum. Hier befanden sich damals Schlafkojen für 6 Mann. Er war mit einem Kachelofen und einem handbetriebenen Ventilationsgerät ausgestattet.